Hallo zusammen, grüß Gott, sehr verärgerte MitbürgerInnen. Wer hätte auch das denkt, dass Maske tragen mal zur Pflicht wird, gell? Obwohl, wenn man sie über Nacht in Obstler einlegt, man geht es am nächsten Tag eigentlich ganz leicht. Sie sollen ja gegen Ansteckung helfen bei dem Coronavirus, aber so ganz genau weiß man es eigentlich nicht. Letzter hat es eigentlich geheißen, ja, Maske bringt nichts. Und dann hat es geheißen, sie bringen doch etwas, aber keine FFP2-Maske, weil jetzt hat ja keine gegeben. Und dann haben sie Maske bestellt. Die Bundesregierung und der Gesundheitsminister haben sie aber nicht abgenommen und schon gar bezahlt. Und wahrscheinlich, also ich bin ein Schelm, wer sowas vermutet, aber wahrscheinlich ist es deshalb Pflicht geworden, weil sie so viele Millionen auf Lager haben. Ich frage mich die ganze Zeit, ob es diese Maske auch von anderen Parteien gibt oder bloß von der FDP. Jeder sagt ja alles anders. Die WHO zum Beispiel, die hat jetzt empfohlen, dass man sogar beim Sex Maske tragen soll. Kannst du gleich ein Handtuch drüber legen. Die meisten Ansteckungen passieren ja im privaten Raum. In der Gastronomie oder im Theater gibt es so gut wie keinen Nachweis dafür. Und deshalb, wenn sie Gastronomie und Theater zumacht. Das macht auch Sinn, dass man Theater und Gastro zumacht. Weil dann treffen sich die Leute wieder eher im privaten Raum. Und da gibt es ja bekanntlich die meisten Ansteckungen. Mit dem ganzen Lockdown retten wir ja die Alte. Das ist ja in Ordnung so. Aber vielleicht macht man es auch bloß deshalb, dass die nachher später mal das neue Sterbehilfegesetz auch in Anspruch nehmen können. Es ist schon wichtig, dass die Menschen leben, wenn sie auch nicht wissen, von was. Und ich finde es ein gutes Zeichen von Solidarität, dass die, die gesund sind, wenigstens einen wirtschaftlichen Schaden haben. Manchmal brauchst du einfach bloß jemanden, der den Arm nimmt und sagt, ich habe da Geld überwiesen. Das Schlimmste, was überhaupt passiert ist, war jetzt in England. Da haben sie müssen 50 Millionen Liter Bier wegkippen, gell? Eine halbe Million Badwanne voll. Der heilige Gambrinus möge ihnen verzeihen. Ein Glas Bier am Tag übrigens ist nicht bloß sehr gesund, sondern auch sehr, sehr wenig. Ich bin ja eher für Schluckdown statt für Lockdown. Obwohl, ich möchte mich loben, ich war dieses Jahr noch kein einziges Mal in der Beiz. Apropos Lockdown, ein ganzer Haufen Schwabenmänner merkt gerade, dass ihre Frau gar keine echte Blondine ist. Kontakt einschränken, Abstand halten, um 8 Uhr daheim sein. Im Prinzip gelten im Lockdown die gleiche Regeln wie in jeder schwäbischen Ehe. Passen Sie mal auf. Ich war vorgestern mit meiner Frau einkaufen. Natürlich mit Maske, wie sie das gehört. Und daheim habe ich erst gemerkt, dass ich die ganz falsche Frau wieder mit heim gebracht habe. Der ganze Corona-Mist lässt einen auch irgendwie so, sich so alt fühlen, gell? Wobei alt bist eigentlich erst, wenn du die Leute, die du früher in der Disco getroffen hast, heute in der Apotheke triffst. Oder wenn du beim Einsteigen und Aussteigen ins Bett und vom Bett mehr stöhnst als beim Sex selber. Apropos Sex, ich habe zu meiner Frau gesagt, dass ich gerne mal wieder Sex hätte. Dann hat sie gesagt, ja, guckst halt, dass du um 8 Uhr vor der Ausgangssperre wieder daheim bist. Apropos Ausgangssperre. So viel Hausarrest, wenn die letzten paar Monate in meiner ganzen Jugend nicht geht. Aber auf alles freue ich mich wirklich. Wenn einmal diese Abstandsregelung mit 1,50 Meter weg ist, dann können wir wieder auf die schwäbische Komfortzone von 4 Meter zurückgehen. Aber keine Angst, irgendwann ist es vorbei. Bloß noch dreimal Lockdown, dann ist wieder Weihnachten. Bleib gesund.